Nein. Oh, und direkt ein Knalltrauma. Ich will die Waffe. Das ist ja der Hammer. Der hat ihn erschossen. Ja. Okay. Ich kann das verstehen. Du hast das für deine Mutter getan. Ist aber nichts mehr von zu sehen, ne? Blinkt die Taschenlampe da rum? I don't have much time. Ach du liebe Güte. Ne, das stimmt, du hast keine Zeit mehr. Hier. Da sind noch die blutigen Flecken drauf. It's all right, John. It's over. We're safe here. That's all that matters. As long as I'm here, I'll look after you. Nothing can hurt us now. Yes, Mom. I love you, John. What's the code? Ja, genau. What's the code? Der ist vierstellig. On the keypad. Ja. I need the code. Das sehe ich auch. Aber wo kriege ich den Code her? Das wird nicht aufgehen, das glaube ich auch nicht. It's locked. Ja. Das stimmt. It's locked. Ja. Die Warning Map. Hier ist aber sonst, glaube ich, nichts mehr. Doch, hier unten ist noch was. Blut. Ah, Blut von dem Typen, ja. Ein Feuerlöscher. Ich komme aber nicht mehr zurück, ne? Ach du Scheiße. Ich komme ja gar nicht mehr zurück hier. Das ist ja schlecht, ne? Haben wir denn sonst noch was hier? Ne, ich komme hier nicht zurück. It's locked. Ja, genau, it's locked. Kann ich hiermit eigentlich was machen? I don't know the code. Ja, das ist ja das Schlimme. Wir wissen den Code nicht. Ja, und wo kriege ich den jetzt her? Den Code? Ich meine, ich habe ja nur diese Figuren.
Hier unten ist das Blut. Soon this place will be full of radiation. Ja, das ist mir schon klar. Und trotzdem weiß ich ja dann den Code nicht, ne? Commissioner's Blood. Der Commissioner's Blood. Commissioner's Blood, ja. Aber mehr auch nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. The Commissioner had the key. Ja, das stimmt. Der Commissioner hat den Key und der Key ist hinter der Tür mit dem Code. What's the code? Also, die Tasten 3, 8, 7 haben Blut. Das könnte die Taste 6 auch noch Blut haben. Es könnte ja... es könnte sein, je nach Blutstärke, die Zahlen. Damit hätte die 3... die höchste Dichte an Blut, dann die 7, die 8 und ja, die 6 könnte noch welches haben, ne? Nein, ist richtig. Wie geil ist das denn? Ist richtig, ist richtig, ist richtig. Okay. Yes. Ist echt richtig? Ist ja der Hammer. Coole Sache. Oh, da bin ich aber gespannt, wie der aussieht da unten. So. Dass nur noch ein Skelett ist. Du liebe Güte, da sind ja noch mehr Leichen. Oh. Oh, das ist übel. Ja, mein Lieber. Wir müssen aber jetzt was unternehmen hier. Warning, air contamination detected. Okay, der hat die alle sterben sehen da. Aber der denkt doch nicht, dass die das waren, oder? Oh Mann. Wieder so ein Skrupelloser. Okay. Jetzt müssen wir die Leiche öffnen und suchen, vor allen Dingen erstmal. Okay, komm. Oh, nee. Ja, sicher. Er kriecht jetzt da drüber. Das halte ich aber für unangenehm.
was er jetzt da macht. Okay, wie geht's hier weiter? Komm. Ist das die Leiche hier hinten? Ja, anscheinend. Ah. Ah. Oh. Oh, I. Ach, aber. I geht. Oh, nee. Was ist das denn für ein Ekelkram, ey? Oh, Gott. Oh, no. Was ist denn jetzt hier? Tja, also hier ist irgendwie jetzt gerade nichts mehr, ne? Ah, okay. Ah, ist aber manchmal auch schwierig, irgendwas zu finden und zu entdecken. Och Gott. Nee, der Arme. Also tauschen möchte ich jetzt mit dem nicht mehr. Das ist auch noch so hallos da. Furchtbar. Ah. Hier ist er. Hoho. Hammer. Oh Mann, der Arme, ey. Hat aber auch Strapazen hier, ne? Die er überstehen muss. Ach Gott, jetzt geht er noch runter? Mein Lieber, du kannst noch zurück. Oh, oh nee, nicht auch das noch. Oh. Was ja schlimm. When you reach level 5, find the ventilation hatch. Look for the hot pipe, but make sure it's the one with the warning label, John. Then open the top, be careful. Then you run back to me as fast as you can. As fast as you can, John, promise me. I promise. You've got this. You understand. You'll remember. Good boy. Find the hot pipe.
it's the hot pipe. Verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Okay, jetzt fängt das an zu kochen da. Und er rennt zurück, so schnell wie er kann. Die da gemacht? Hat die Filteranlage manipuliert? Dass die Leute gestorben sind? Das kann doch nicht sein. Oh je. Jetzt müssen wir auch noch den richtigen Schlüssel rausfinden hier. That's not right. Ja, dann komm, dann nehmen wir den nächsten jetzt hier. Come on. Come on. Wrong key. Wrong key. Is it? Dann nehmen wir den roten jetzt. Ich frage mich ja, ob das egal gewesen wäre. Also egal, in welcher Reihenfolge ich die benutzt hätte. Ob es der letzte gewesen wäre. Schmeißt das alles dahin. Okay, was erwartet uns denn da? Sich an wie das Lied der Buckelwale. Okay. Komm, wir gehen rauf. Immer. Wir gehen weiter hier. Zack, 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 zack. Oh, da musst du aber richtig feste hier drücken. Das sind Hallos, mein Lieber. Komm. Come on. Keep moving.
have to go up. Ach komm. Nicht wahr, ne? Habe ich nicht schnell genug reagiert wieder? Also nochmal. Na komm schon. Ja komm, wir wollen doch jetzt hier raus. Ein bisschen besser aufpassen jetzt gerade mal. Und ihn durch seine Ängste bringen hier. Come on, John. You are almost there. Und lass dir jetzt nicht wieder am Bein fassen, da. Am Bein packen. Lass dir nicht am Bein packen. Ist aber auch etwas gruselig, ne? Na komm. Ach, und dann ist er da oben, weißt du? Boah, und da musst du richtig, richtig fest auf den X-Knopf drücken und richtig lang. Mann. Okay, komm. Wir sind weg. No, it's not real. Ja, richtig. Komm. Weiter geht's, mein Lieber. Jo. Da ist das. Mit dem Bein. Oh! Auch das ist nicht real. Komm. Weiter. Das ist wahrscheinlich noch nicht das Ende. Kann mir nicht vorstellen. Ist das Tageslicht da? Jo, das ist Tageslicht. Boah, ist das hell. Seine Mutter, die zu ihm spricht. Everything I did it for you. You can't leave me, John. Stay with us. You promised you belong here. Everything I did for you. Was ist das für eine kranke Scheiße? 14 months. Now that's Margaret, where's the Lindale agreement? That top left. You never let it for Mrs. Harrison. How long before it's safe to go back up? 20-30 years. Do we have enough food? I have to ration. Got this. Good remember. Nice. Good boy. Mom? Mom? Thank you.
Du bist tot. Ach so. Nein, wir gehen. Wahrscheinlich ist das sowieso egal. Wow. Und breathe. Ja, sehr geil. So wie das Ganze angefangen hat, endet das Ganze auch. Ich fand's richtig cool. Es war einfach mal was anderes. Ein Live-Action-Game, was richtig cool gemacht war. Und schauspielerische Leistung 1A. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Und ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Projekt wiederzusehen. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich werde jetzt was essen und das genießen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.